Und damit willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe Online. Ja, hier auf dem Animal Crossing Dorf im Herbst, oder? Es ist Herbst, oder? Ja, die Blätter sind orange, braun, keine Ahnung. Ich bin noch ein bisschen farbenblind, das wisst ihr. Ja, und wir sind hier in einem extrem Schwitzerraum, wodurch ich mir viele, viele Punkte erhoffe. Auch auf dem 10. Platz, ja. Nee, also als ich gerade eben angefangen habe, einen Raum zu suchen, war erst ein Raum mit nur zwei Leuten und einem Bot. Aber jetzt bin ich hier in diesem wunderbaren Raum der Extraklasse und dadurch werden wir uns jetzt ein paar Punkte erhoffen. Ja, unterstützt von einigen Themen, die ich euch mitgebracht habe. Unter anderem wollte ich ja über meine Gesundheit reden, das wollte ich ja eigentlich bei F-Zero, aber da habe ich es ja leider vergessen. Also ich hau's direkt raus, weil ich noch andere Themen zu besprechen habe. Und zwar, bei mir gab es Verdacht auf Krebs, das wisst ihr ja, aber nicht was für ein Krebs, das werde ich jetzt droppen. Verdacht auf Klötenkrebs, also die peinliche Art. Hoden. Okay, ist eigentlich nicht peinlich, dafür muss man sich nicht schämen, aber ich war dann auf jeden Fall bei einer Urologin und ja. Dann ist Gott sei Dank festgestellt worden, ich habe keinen Krebs, ich darf weiterleben. Das ist cool. Und ja. Ich hatte nur, in Anführungszeichen, nur eine Nebenhodenentzündung. Und deswegen war ich dann Montag nochmal beim Arzt, weil neben der Nebenhodenentzündung kam dann auch noch eine stabile Blasenentzündung dazu. Und das ist auf jeden Fall nicht so das Coole, das Coolste der Welt. Traut mir, ich kenne mich jetzt aus. Auf jeden Fall, dann war ich bis Mittwoch krankgeschrieben, war Donnerstag in der Schule wegen der Klassenarbeit und bin dann heute am Freitag, wo ich das aufnehme, wieder krank. Und ich hoffe mal, dass es Montag weg ist, denn ich habe keinen Bock mehr drauf. Es ist sehr schmerzhaft und unangenehm. So, wisst ihr, was auch schmerzhaft und unangenehm wäre? Wenn ich jetzt keine Punkte kriege. So. Schmeckt das? 9. Ist okay, glaube ich. So, plus 2, sag ich doch. Hier gibt's noch Punkte. Geilen Kirchen. Yeah. Nächstes Rennen. Weiter geht's auf der Bergbescherung, ja. Und dann fangen wir auch mal mit dem ersten richtigen Thema an. Das andere Thema haben wir jetzt kurz runtergehandelt. Das war eigentlich alles, was man wissen braucht dafür. Kommen wir jetzt zu dem aktuellsten Thema. Und zwar habe ich jetzt nachher, nach diesem Part, meine Gesundheitsbelehrung für die Berufsschule. Also so Lebensmittel, dass ich mit Lebensmitteln arbeiten darf. Und ja, es ist gerade 13.48 Uhr und um, ja, 14.50 Uhr muss ich dann an mein Handy gehen, dann gibt es dann einen Anruf und dann um 15 Uhr beginnt dann die Belehrung, ist online alles. Ja, schnell hinter mich bringen. Hätten wir eigentlich schon längst haben müssen, aber ihr wisst ja, Berufsschüler sind nicht die zuverlässigsten. Also wirklich, die Minderjährigen aus meiner Klasse, also so gut wie alle, haben im November oder so einen Zettel bekommen von wegen Unterschrift von den Eltern. Das hat sich so ein bisschen gezogen. Wie gesagt, November, wir haben jetzt Juni. Und ja, als Aufgabe macht das mal, haben wir das im April bekommen. Da hatte ich leider keine Zeit. Ist aber nicht so schlimm, weil ich es ja eh erst nächstes Jahr eigentlich brauche. Und ja, jetzt mache ich das. Ich bin übrigens nicht der Letzte, das kommt ja auch noch dazu. Aber ja, das war es eigentlich dazu. Ich habe das schon mal... Lakitu, schieß mich nach vorne. Danke. Ich habe das schon mal machen müssen in der 8. Klasse. Denn bei meiner Gemeinschaftsschule früher mussten die 8-Klässler immer den Schulkiosk machen. Und darunter auch ich. Ja, und dann hatte ich diesen Schein. Der läuft eigentlich nicht ab. Ich habe ihn nur leider verloren, als wir umgezogen sind. Was jetzt ein Problem ist. Damals mussten wir den auch noch selber zahlen, was richtig scheiße war. Ihr müsst das machen, aber ihr müsst es auch selber bezahlen. Hier, 50 Euro, gepär, du Penner. Jetzt übernimmt das Gott sei Dank die Schule, außer bei einem aus meiner Klasse, weil er vergessen hat, den Gutscheincode für die Belehrung einzugeben bei der Anmeldung. Ja. Aber, ja, passiert. Ich würde jetzt gerne nochmal so ein, zwei Plätze gut machen. Im besten Fall, indem ich mich ins Offroad fahre. Das wäre ganz bombastisch, wenn das so gehen würde, wie ich es mir vorstelle. Schön auf dem 6. Platz oder so. Gib mal Kugelwilli. Danke. Okay, dann eben nicht. Dann werden wir halt 10. Ist ja auch
nicht schlecht. Eva. Ha, geht doch. Wäre jetzt kacke geworden, wenn wir noch letzter wären. Minus 4. Alles noch im Rahmen. Alles noch im Raum. Rahmen. Und im Raum. Hier, yeah, die Schwitzer sind noch im Raum. Nächstes Rennen. Weiter geht's auf der Piranha-Pflanzenbucht. Und was mir gerade übrigens einfällt, wir fahren ja hier regional, aber wir haben einen Amerikaner und einen Kanadier im Raum. Ist regional nicht nur Europa? Egal. Egal. Hauptsache, die haben viele Punkte, die ich mir abkassieren kann. Das wäre cool. Danke. Ja, kommen wir dann mal zum nächsten Thema. Und zwar, heute ist es soweit. Ich habe es, glaube ich, schon mal in Minecraft erwähnt oder woanders. F-Zero, Mario Kart vielleicht im Stream. Ich weiß es nicht mehr, aber ich könnte schwören, dass ich es schon mal erwähnt habe. Und zwar hat meine Mutter sich beschlossen, ein neues Auto zu kaufen. Ich habe ihr ja vor... Ich möchte nochmal betonen, dass ich es ihr bezahlt habe. Habe ihr ja vor 2 Jahren ein Auto gekauft. Aber es ist ja leider eine extreme Schrottkarre. Ein Dacia. 16 Jahre alt oder so. Alles kaputt, nichts funktioniert mehr. Kommt nicht in die Pötte, wie sie sagen würde. Auf jeden Fall, jetzt hat sie sich dann mal entschlossen, mal ein neues Auto zu kaufen. Sehr schick beim Autohändler, ein Gebrauchtwagen. Ist wirklich ein sehr schickes Auto, also... Wir haben immer nur Gebrauchtwagen und das ist, muss ich tatsächlich sagen, seitdem ich lebe, das schönste Auto, was wir hatten. Also, ob das das coolste ist, kann ich noch nicht sagen, weil wir hatten sehr viele coole Fords, aber... Ja, das ist ein Polo. Und der hat eine sehr schöne Audioverkabelung, wurde uns gesagt. Also mit Soundpaket, also Subwoofer und alles. Richtig gepimpt. Richtig schick das Auto. Sportsitze. Also wirklich ein Traumauto für mich eigentlich. Aber ich habe ja mich dazu entschlossen, ich will doch keinen Führerschein. Weil ich schnelles Fahren hasse. Also ein Auto für mich muss schick aussehen. Und ein Kugelbilly, danke. Aber... Damit würde ich dann maximal 45 fahren. Und dazu kommen wir schon zum nächsten Thema. Ich möchte ja irgendwann mal vielleicht meinen Rollerführerschein machen, damit ich mir so ein Microcard kaufen kann. Damit ich schick mit 45 km/h zu KFC donnern kann. Um mir schickes Hühnchen zu kaufen. Das ist ja so mein Traum. Ja, auf jeden Fall, während ich die Gesundheitsbelehrung habe, holt sie das Auto. Und dann, wenn ich fertig bin, dann gibt es mal eine Spritztour. Dann muss es ja erstmal allen Verwandten gezeigt werden. Gott sei Dank nicht allen, weil sonst, ja... Müsste ich einen Reisepass beantragen? Auf nach Holland! Sondern nur die hier in der Gegend. Warum kann ich da nicht lang? Hä? Das sieht aus, als könnte man da lang. Scheiß Strecke. So. Fahr nicht gegen die Wand. Lass mich raten, das ist. Ja, das ist das Ziel. Leck mich. Das ist jetzt blöd. Ich hätte so gut Fünfter oder so werden können, aber nö. Ey, das hätten die doch mal eine unsichtbare Wand einbauen können. Das ist mir schon voll oft aufgefallen. Nächstes Rennen. Weiter geht's auf dem Regenbogen-Boulevard und ja, ich mag die Strecke ja nicht und ich mache ja schon wieder ein bisschen Minus hier in diesem Part, aber Gott sei Dank sind so viele Schwitzer. So durch ist es, dadurch ist noch relativ wenig Minus, aber ich kann für nichts versprechen. Ich hoffe, wir schaffen noch mit dem Lackkugel-Willi am Ende so ein paar Plätze, vielleicht ganz 8 oder so. Das wäre schon toll. Ziemlich Knorkator. Ich hasse das. Yay. Yeah. Also schick ist die Strecke, ja, aber ich fahre die nicht gerne. So wie ich gerne nicht gerne schnell fahre, ne? Ja. Das war es eigentlich. Ich dachte, ich kann meine Themen ein bisschen länger strecken, aber anscheinend fahren die doch relativ schnell aberzählt. Was kann ich denn noch so erzielen? Ja. Haha, ich bin nicht runtergefallen. Geil. So, zieh durch. Ich hasse dich, Roter. Ich hasse den Roten. Rot ist tot. Oh, da ist eine Kugel, für die wir warten jetzt, bis er aufhört. Da ist noch ein zweiter. Aber ich habe den Blitz. Dann werde ich gleich sowas von ausnutzen. So, wir hatten nur noch den letzten Kugel. Willi, und jetzt. Haha. Und ich krieg kein Doppel-Item. Ja, Menno.
Ich hätte jetzt so schön selber einen Kugelwilli ziehen können und an die Spitze ziehen können, aber nö. Ich muss ja da durch, daneben fahren. Ich bin jetzt mal so ein bisschen on topic, weil, wie gesagt, mir ist das Thema... Obwohl, nee, doch nicht, mir ist noch was eingefallen. Und zwar das Wetter. Lass mal wieder über das Wetter reden. Oh nein, jetzt beschwert er sich wieder, dass es so warm ist. Nee, im Gegenteil. Es ist in letzter Zeit sehr kühl bei mir und regnet. Und es ist grau. Das ist ja genau mein Wetter. Ich freue mich schon. Ich habe mir einen Film bestellt, den werde ich heute Abend angucken. Obwohl ich American History X eigentlich noch gucken müsste. Na, egal. Hier und zwar Brennen muss Salem, Salem und Stephen King Film. Ich lese keine Stephen King Bücher, aber ich weiß, dass es da einen Vampirenfilm gibt und der sieht irgendwie voll cool aus und deswegen habe ich mir die Blu-ray bestellt, weil es den nirgendwo zu streamen gibt. Auch noch ein Google Willi, setz mal nach hier, komm Kollege. Ja, darauf freue ich mich schon so richtig. Dann stelle ich mir vor, wir haben Herbst und es ist bald Halloween und alles ist toll. Zieh durch! Oh, geht doch. Scheiß Kugelwilli. Yeah, plus 2. So fahren die Profis. So fahren die Profis. Yeah. Oh, yeah. Nächstes Rennen. Zum Finale jetzt nochmal die Shy-Guy-Wasserfälle. Und ja, wie gesagt, es ist gerade sehr schön draußen in meiner Welt. Oh, so schön herbstlich. Oh, ich freue mich schon auf Herbst. Apropos Herbst, wisst ihr, was im Herbst ist? Da ist die Polaris. In Hamburg. Und wisst ihr, wer da vielleicht, also wenn Geld und Zeit passt, da mit seinem allerbesten Kumpel auf der Welt hinfährt? Ecke. Ja, Ecke und Fabio fahren da vielleicht hin, wenn Zeit, Geld passt, zumindest für einen Tag, weil wir sind ja nicht Krösus. Wäre schön. Wäre sehr schön, wenn einer von uns reich wäre. Ja. Yeah. Also ich wäre gerne reich, weil dann könnte ich Batman sein und er wäre dann mein Alfred. Ich würde ihn sogar besser bezahlen als sein jetziger Job. Und ich sage nicht, dass ich ihn gut bezahlen würde. Das ist sehr traurig. Aber egal, ne? Da fahren wir mal weiter hier. Da werden wir auf jeden Fall hingehen und ich überlege auch, ich überlege übrigens echt, ob ich mich cosplayen soll, wenn ich da dann hingehe. Also mein Gedanke, warum ich da hingehe, weil Ricky Mania, ne? Man kennt ihn. Ich bin großer Backstreet Boys Fan, deswegen bin ich am überlegen, ich bin eigentlich auch am überlegen, ob ich meine Mutter frage, wenn wir die Spritztumme an das Auto einfahren, ob wir dann zu Ricky sein, Schwimmbad-Imbiss fahren sollen, weil ist nicht weit weg. Okay, das ist in Dithmarschen, wir sind in Friesland. Ja, aber dennoch. Kann man ja mal vielleicht fragen oder vielleicht mal so einen geilen Handsteak-Dog essen, so einen Hotdog oder eine geile Currywurst mit Ricky seiner Currysoße. Da sehe ich mich, ja. Und wenn ich dann spätestens im Oktober gibt es dann beim Ricky ein lecker Crepe. Oder bei seiner Mutter in Friedrichstadt, mal gucken. Da war ich auch mal. Ist ganz lecker da, echt jetzt. Also wenn man ein gutes Soft-Eis haben will, dann sollte man da vielleicht mal vorbeischauen. Also aktuell ich eher weniger wegen Laktoseintoleranz, obwohl ich mittlerweile ja vernünftige Laktase-Tabletten habe. Also wirklich Tabletten. Ja, nicht mehr so kleine Pastillen. Nee, richtige Pillen. So, fahre mich mal so ein bisschen eine Spitze hier, mein Kollege. Kollege Kugelwilli. Das wäre sehr geil, ein Kärchen. So, danke. Ja, auf jeden Fall. Ich bin dann überlegen, soll ich einen One Piece Charakter cosplayen, aber welcher wird zu mir passen vom optischen? Eigentlich niemand. Oder soll ich mich als Joker verkleiden, weil ich war ja mal an Halloween Buggy und ja, das ist ein One Piece Charakter, aber ich will nicht normal Buggy machen. Und ich mag Clowns, also vielleicht den Joker. Mal gucken. Und plus 20, es leben die Schwätzer. Yeah. Das hat sich auf jeden Fall heute gelohnt. Geilen Kirchen, ey. Okay, ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder von diesem Part. Ich werde jetzt schnell den Part in den Rendervorgang schmeißen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.